Liebe Freunde der großen und kleinen Bahn, willkommen in den Zeuthen. Ich habe ja schon mal zwei Videos gemacht von den vorhergegangenen Ausstellungen. Diesmal war es so, dass es, dass die Kollegen in Zeuthen da die Halle bekommen haben und nicht die ganze Zeit Ausstellung gemacht haben, sondern einen Tag der offenen Tür, das war der Samstag. Es wurde dann auch mal wieder die Halle mit Modulen gefüllt, wie wir hier sieht. Und wir werden das jetzt mal abgehen. Es beginnt mit einem kleinen Fremo-Arrangement. Das hier ist eigentlich ein Kraftwerk, aber wir haben es umfunktioniert, weil das einfach sich besser macht, wenn dort Kohle herkommt. Deshalb war es ein Kohlebergwerk. Dann haben wir hier Possendorf. Teilbegrünt, immer noch ohne Gebäude. oder mit den falschen Gebäuden. Und einigen Streckenmodulen. Einen neuen Bahnhof, den sich einige Fremoikaner zusammen gekauft haben, damit wir bei den lokalen Treffen ein bisschen mehr in die Breite gehen können. Das ist dieser hier. Hört auf den Namen Ösede im Moment. Hat ein sehr besonderes Bahnhofsgebäude, wie man hier sieht. Und ja, ich erzähle dann mal zu diesem Bereich, erzähle ich dann nachher nochmal was. Hier haben wir einen Teil der Module von mir. Meine Kurve, die immer noch nicht fertig ist. Und der Steinbruch. Und dann haben wir hier vorne Schwarzbach. Ja, wenn da so Schnitte drin sind, das war mein Gimbel, der da immer irgendwie mal die Arbeit abgelehnt hat. Und ich dann irgendwann mal dazu übergegangen bin, das dann hier sozusagen aus der Hand zu filmen. Deshalb bitte ich darum, dass man mir das nachsieht, dass ich hier, dass hier die Wackelei ein bisschen stärker geworden ist. Dann haben wir die elektrifizierte Strecke. Janowitz war diesmal nicht dabei. Da war also der Aufwand für den einen Tag, Tag der offenen Tür, ein bisschen zu groß. Deshalb ist also hier nur die elektrische Strecke. Da wurde ja auch angedroht, dass die Drähte nicht eingehängt werden. Also hatte gesagt, er wusste nicht, ob er sie einhängt. Ja, hat sie natürlich eingehangen. Ja, was soll da anders sein? Dann haben wir hier Breslau, Schattenbahnhof. Und hier hinten dran noch die Wendeschleife mit BW. Ja, dann haben wir hier den Abzweig Birkenthal. Da zweigte die Nebenbahn ab. Wir bewegen uns aber jetzt in die andere Richtung auf der Hauptbahn zum Schattenbahnhof Görlitz. Der hier noch relativ frei ist, dann ja, stand dann doch der eine oder andere Zug drin. Dann haben wir hier Königs Wusterhausen. Auch hier gibt es einen Abzweig mit einer sehr engen Kurve und dem Hafen, wo dann auch mal so eine Wagenabkippanlage installiert wird. Dann haben wir hier noch den Haltepunkt Niederlehme als Endpunkt dieser Strecke. Und nochmal den Hafen. Ja, die Kurve war schon sehr eng. Also das ist, ich habe mir das aber angeguckt. Also man hätte dann einiges hier noch umbauen müssen.
am Bahnhof, um die ein bisschen großzügiger zu ziehen, aber naja, wie das eben so ist. Ja, und dann haben wir hier Wildau mit den Schwarzkopfwergen. Sehr schön gemacht. Naja, und dann endet leider meine Kompetenz, was hier noch vor Betriebsstellen sind. Ich habe zwar extra einen Zettel bekommen von meinem Herbergsvater, damit ich das nicht wieder alles durcheinander haue. Und was soll ich sagen? Ja, ich weiß nicht, wo der Zettel ist. Deshalb tut es mir sehr leid, dass ich jetzt hier nicht auf die folgenden Betriebsstellen eingehen kann. Das ist sehr schade, aber leider im Moment nicht zu ändern. Es sei denn, ich mache dann das Video nochmal und es ist ja noch bis zur Ausstrahlung ist ja noch viel Zeit. Wenn ich noch finde, ändere ich das noch. Wenn ihr den Text hier so hört, wie ich ihn jetzt hier reinspreche, dann habe ich den Zettel leider nicht gefunden. Ja, dann haben wir hier einen Bereich, der sehr viele Gleise hat, aber wo ich so ein bisschen den Eindruck habe, dass seit dem letzten Mal nicht so sonderlich viel passiert ist. Also, dass von einem dieser Segmente alle Gleise wohl verschwunden waren und während der Zeit dort auch wieder aufgebaut wurden. Ich weiß es nicht, aber ich vermute mal, dass es der Bereich ist, weil es hier mit Bettungsgleis gearbeitet wird. Ja, hier sind noch so diverse Steine auf den Segmenten. Da werden die Gleise noch verklebt. Also es hätte Potenzial, aber es ist leider, naja, was soll man dazu sagen? Aber ich bin ja auch nicht so derjenige, der nur fürchterlich schnell baut und dann eine Idee hat und innerhalb von Tagen, Wochen, Monaten dann es irgendwelche Ergebnisse gibt. Also ich bin jetzt nicht unbedingt der sich da beschweren müsste, aber es gab schon die eine oder andere Stimme. Ja, hier dann wieder der Endbahnhof angedeutet. Hier haben wir auf der Bühne für die Kinder eine Bahn, wo man nicht Lego-Eisenbahn fahren darf. Als nächstes haben wir hier eine separate Anlage, die den Bahnhof Halbe in der Kaiserzeit zeigt. Wir haben es gerade gesehen, 1910. Und ja, wo dann hier historische zeitgenössische Fahrzeuge auf dieser Mini-Anlage unterwegs waren. Also so mini war sie gar nicht, aber im Vergleich zu dem großen Arrangement wahrscheinlich schon. Ja, hier noch Abhaltepunkt Hankels, Ablage Zeuthen. Und hier ein schöner historischer Zug der Epoche 1. Jetzt hier sind wir dann wieder in Königs Wusterhausen. Das war also eine eigene Anlage mit dem Bahnhof Halbe, die da in der Mitte stand. Und hier haben wir dann Königs Wusterhausen mit modernen, halbwegs modernen Zügen, wenn man von der Lok mal absieht. Ein Kohlezug, der hier mit Ludmilla, ich bleibe mal bei dem Namen Ludmilla, obwohl mir so viele Leute gesagt haben, dass das eher so ein Nachwendename ist, aber wir sind ja jetzt auch nach der Wende. Deshalb denke ich, dass wir den auch benutzen dürfen. Aber ihr könnt ja einen Kommentar dazu schreiben. Na, jeder Kommentar bringt das Video voran. Also immer zu.
Ich diskutiere gern mit euch über das Thema. Ja, also bisher ist ja jeder Kommentar von mir beantwortet worden. Das ist auch noch weit davon entfernt, dass ich das irgendwann nicht mehr kann. Ja, also da denke ich mal, dass wir das noch eine Weile aufrechterhalten können. Ja, dann haben wir hier eine Stromlinie 01 und noch eine Stromlinie 01 mit einem Zug bestehend aus Schürzenwagen. Das ist ja wahrscheinlich der Regierungszug aus der, naja, eher dunklen Zeit, den wir hier sehen, der hier mal seine Kreise drehen durfte. Wer übrigens Musik im Hintergrund hört, dann hat YouTube das Video nicht eingezogen wegen Urheberrechtsverletzung, was es eigentlich auch nicht ist, denn da hat ein Kollege sich auf die Bühne gesetzt und das dort stehende Klavier benutzt, um dort also sehr kunstvoll in die Tasten zu greifen. Wünscht man sich fast für das ganze Video so die Musik, aber naja, wir kennen ja alle das Problem. Ja, wenn keine Musik da ist, hat YouTube das Video beanstandet. Und ich musste das nochmal ändern. Ja, hier nochmal der Zug, sozusagen in der Gegenrichtung. Ja, es gab hier auch, sagen wir mal, diverse modellbahntechnische Probleme. Ich glaube, die Wagen sind so eng aneinander, dass da diverse Kupplungen nicht funktionieren. Also wie ich das so mitbekommen habe. Also da weiß ich nicht, was da jetzt die Ursache war. Aber letztendlich baut ja der Hersteller es für seine Kupplung, ja, und nicht für irgendwelche Produkte der Mitbewerber. Ich weiß jetzt nicht, wer jetzt die Wagen produziert, weil das ist nicht so meine Zeit. Ich bin zwar Operationsbahner, aber eben, naja, 1928 und nicht später, weil die spätere Zeit mich nicht mehr so interessiert, weil eben genau die Mischung zwischen den Länderbahnfahrzeugen, die eben dann schon weg waren, für mich eben das Salz in der Suppe sind, wo ja dann viele Baureihen in den 30er Jahren dann schon lange ausgemustert waren, wie eine Baureihe 36. Ja, und dann sind wir wieder in Schwarzbach mit seinem Stellwerk, wo jetzt hier vorbereitet wird ein Video für den Kanal Immer schlecht gelaunt, wo es darum geht, dass hier der Zug einfährt und wie dann die Einfahrt mit dem Stellwerk zu bewerkstelligen ist. Naja, und ich habe mich halt dann ein bisschen mit reingehangen. Ja, wenn es ein eher bescheidenes Videomaterial ist, was ich hier abliefere. Ich habe mir leider in Magdeburg wohl Corona eingefangen und mir ging es hier in Zeuthen wirklich richtig elend. Also ich bin da quasi nur im ersten Gang durchgekommen. Deshalb möge man mir es verzeihen, wenn dann hier, naja, das nicht in der gewohnten Qualität abläuft und alles hier so ein bisschen, naja, zusammengestümpert ist. Gut, ich lege jetzt sowieso nicht den Wert auf die absolute Professionalität, denn ist ja nach wie vor ein Hobbyprojekt. Aber so ein bisschen sollte dann schon rüberkommen. Ja, aber zurück zu den Aufnahmen, die wir hier gemacht haben. Na, also Signal auf freie Fahrt. Der Zug fährt an. Und ja, und wir sehen dann auch gleich die entsprechenden Stellwerkbefehle, wie es dazu gekommen ist. Er hat es dann nochmal nachgestellt für mich. Und das sehen und hören wir auch gleich in der nächsten Sequenz. So, jetzt machen wir eine Ausfahrt von Gleis 1, von Gleis 2 nach links. Dazu legen wir die Weiche 1 um. Verriegeln die Gleise, die Weiche 1 und
verriegeln die flankierenden Weichen. Hier den Fahrstraßen hebeln, die Ausfahrt freilegen und das entsprechende Signal ziehen. Das ist mal nicht schlecht, dass man auch mal hier YouTuber-Kollegen bei der Arbeit filmen kann. Wer den Kanal immer schlecht gelernt noch nicht abonniert hat, der sollte es schleunigst tun. Ich denke, das habt ihr aber alle sowieso schon. Also davon gehe ich jetzt mal aus. Ja, hier noch ein bisschen Possendorf und diverse Rangierarbeiten. Die Lok habe ich ja als Schrotthaufen bekommen. Da existiert noch ein Stückchen vom Fahrwerk. Deck, Lok, Gehäuse, das war schon soweit fertig. Und der Rest fehlt ja. So, der ist noch nicht angekuppelt. Es hat auch alles funktioniert im Possendorf, bis auf die Bereiche im Lokschuppen und hier da, wo gerade rangiert wird. Da gab es ein bisschen ein Problem mit Gleisabschnitten, die irgendwie keinen Strom hatten. Also zum Teil Herzstückpolarisierung. Da weiß ich nicht, ob das ein Problem ist der Programmierung, dass das einfach nicht geschaltet ist oder ob da irgendwelche Drähte ab sind. Ja, liebe Freunde der großen kleinen Bahn, ich mache mal aus der Sequenz und aus dem folgenden Bild mal so einen kleinen Infoteil. Zum einen haben wir leider als Fremo-Leute ein Klischee erfüllt. Und zwar wird mir immer auf Ausstellungen vorgeworfen, ja, im Fremo-Arrangement, da ist immer so wenig los und da fährt kaum was und bei uns auf den Anlagen, da bewegt sich immer was und da sind die Leute da und ach und was auch immer. Ich wollte eigentlich, dass sich viel bewegt, aber, und jetzt kommt das große Aber, war leider zum großen Teil bei uns Betriebsruhe. Das lag an zwei Gründen. Erstens waren wir nur zu zweit an dem Tag, weil unser dritter Kollege da anderweitige Verpflichtungen hatte. Der war dann erst am Sonntag wieder da. Und mir ging es auch noch fürchterlich elend. Und wir hatten sehr viele Besucher bei uns, aber das waren eben so, auf der Messe würde man sagen, die Fachbesucher. Ne? Also sind nicht die, die jetzt so schweigend da die fahrenden Züge genießen, sondern die eben wirklich offensiv das Gespräch gesucht haben und intensiv sich mit Leuten unterhalten und gleichzeitig fahren, das geht nicht. Ne? Also ich habe einen einzigen, den habe ich dann meinen Regler in der Hand gedrückt, das war übrigens ein Kollege aus Leipzig. Ja, wer sonst Interesse hat, also gut, Zeuthen ist vorbei, das wäre jetzt die Gelegenheit gewesen, da einfach mal reinzuspazieren. Bei den normalen Fremo-Treffen habe ich das ja immer mal gesagt, ist das ein bisschen schwierig. Im Prinzip, um das mal klarzustellen, weil ich jetzt auch schon wieder die Nachricht gekriegt habe, dass das letzte Treffen des Jahres in der Nähe von Leipzig, dass da wieder so viele Leute sich angemeldet haben, dass also kaum Platz für irgendwelche Besucher ist. Ja. Zeitig genug anmelden. Es gibt also wer nach Fremo sucht oder Fremo-Termine bei Google, kann die ganzen Termine von allen Treffen in ganz Europa einsehen. Und wenn keine Kontaktdaten dastehen, dann meldet ihr euch bei mir. Na? Schreibt hier irgendwie erstmal hier unter, am besten unter das Video oder unter einem anderen Video irgendwas.
Und dass er mit mir Kontakt aufnimmt. Mit Mail ist manchmal ein bisschen schwierig, weil meine Mailadresse, die gibt es schon seit sehr vielen Jahren. Ich bekomme, weiß ich nicht, am Tag 20, 30 Spam-Mails. Ich habe das leider nicht im Griff und da kann es natürlich passieren, dass eure Mail da irgendwie untergeht, weil das bei mir so eingestellt ist, dass alle, die ich nicht kenne, also alle Absender, die ich nicht kenne, landet automatisch im Spam-Ordner. Ne? Also da ist mit mir schwierig, dann immer hier unter dem Video kommentieren, hilft ja auch dem Video. Und oder dann sagen, ich habe dir eine Mail geschickt. Ne? Also die dann natürlich hoffentlich am gleichen Tag oder ein, zwei Tage davor oder danach dann eintrifft, damit ich da ein bisschen vorbereitet bin und danach suchen kann. Ne? Am besten auch in den Betreff immer Fremo reinschreiben, dass das nicht irgendwie untergeht. Ne? Wie gesagt, also für das Leipziger Treffen sieht es ein bisschen schlecht aus, aber es gibt ja auch nächstes Jahr Treffen. Also zum Beispiel gibt es dann, ich weiß gar nicht in welchem Monat jetzt, es gibt ein Treffen in Bardowick zum Beispiel. Das ist so eher in Norddeutschland, das ist so irgendwie die Gegend von Lüneburg, also nicht weit von Hamburg weg. Also wer in dort Norddeutschland lebt und da Interesse hat, also einfach anmelden. Ne? Zum Treffen anmelden. Ich bin interessiert. Ich würde mir das gerne mal angucken. Ja, und wie gesagt, wenn die Kontaktadresse nicht dabei steht, dann würde ich das sozusagen als Dienstleistung für die Zuschauer meines Kanals vermitteln. Also ja, solange das nicht jetzt überhand nimmt und ich das dann, wenn hier hunderte von Anfragen kommen, schaffe ich es natürlich nicht mehr, aber ich rechne jetzt auch nicht damit, dass ich jetzt mit meiner Zahl von Abonnenten, dass das dann so wird. Na, also ihr schreibt mir, ich schreibe demjenigen, der da als Kontaktaccessor dasteht, ob er das so akzeptiert, diese Anmeldung. Und dann schauen wir mal, wie das läuft und wie wir das organisieren. Zum Schluss des Videos nochmal was ganz anderes. Ich wollte ja schon immer mal ein Kupplungsvideo drehen. Irgendwann mache ich das auch noch. Und da habe ich hier etwas gesehen, was mir vom Namen her bekannt war, nämlich die Pico i-Kupplung, die ich aber noch nie gesehen hatte. Ne? Und hier war praktisch, naja, entstand es vielleicht der falsche, es gab einen Tisch, wo also Fahrzeuge und auch andere Sachen drauf standen, die abgegeben werden sollten gegen Spende. Und da waren ein Teil der Wagen, die dort standen, eben mit dieser i-Kupplung ausgerüstet. Ja, das war mal eine Idee von Pico, wo sie sogar versucht haben, die in die NEM zu bekommen, wo allerdings dann, wie man so kennt, ne, die westlichen Hersteller, vor allem die westdeutschen Hersteller, sich dagegen gesperrt haben, weil es war ja nicht ihre Idee und deshalb ist das so nicht gekommen. Sie war relativ teuer für DDR-Verhältnisse. Es war aber eine gute Idee, kuppelt sehr leicht ein. Ist vom Design her, kommt der Vorbildkupplung vor allem durch diesen Haken relativ nahe. Man hat unten noch einen zweiten Bügel, den man noch nutzen kann, wo dann die Kupplung auch seitenstabil wird und dann noch ein bisschen vorbildgerechter aussieht. Kommen wir zum Abschlussbild des Videos. Wir haben einen wunderschönen S-Bahn-Zug, der hier, naja, auch unser Titelbild ist. Und mit diesem Bild möchte ich mich von euch verabschieden. Ihr wisst, abonnieren ist völlig kostenlos. Ein Like kostet euch nur einen Klick. Und mit diesen Worten möchte ich mich von euch verabschieden. Ich wünsche euch einen schönen Abend und macht was draus.